Hölle der lebenden Toten. Hölle der lebenden Toten ist ja einer dieser vielen Zombie-Produktionen, die Anfang und Mitte der 80er Jahre in Italien entstanden sind. Beginnend, wie man sehen, hat der Film mit Aufnahmen eines Gebäudes, in dem zu 99% keine der nachfolgenden Szenen gedreht worden ist. Und was zum Geier ist das? Vincent Dawn? Da brauchen wir gar nicht mehr dazu sagen. In Sektor 1 verläuft alles normal. Temperatur gleichbleibend. Druck leicht erhöht. Sektor 3, Thermik normal. Wir haben alles unter Kontrolle. Tja, muss doch noch großartig schief gehen. Zwei Typen finden angeblich tote Ratte, die beißt ihn, er stirbt, Phlegom öffnet dabei den Kanal mit dem tödlichen Virus und alle verwandeln sich in Zombies. Das ist aber schockierend, die haben ja so kompetent ausgeschaut. Hier spricht Professor Barrett. In diesem Augenblick wird das Suizidexperiment abgebrochen. Es muss als gescheitert betrachtet werden. Na, tatsächlich. Nachdem das Labor also zombifiziert ist, schalten wir zu einer Geiselnahme, bei der eine Spezialeinheit Gott interveniert. Ich wiederhole. Jesus Christ, was ist denn das für Spezialeinheit? Der Typ hat sich hergegeben. Nach dem Massaker, welches dem Dirty Harry mal wieder seinen Job gekostet hätte, das unsere sympathische Heldentruppe verursacht hat, werden sie nach Neuguinea geschickt, um eben diesen Laborunfall, den wir am Anfang gesehen haben, weiter zu investigieren. Muss eine Farm sein. Oder eine Missionsstation. Da ist aber jemand. Neben den Hütten steht ein Auto. Du hast aber gute Augen. Gute Augen? Wer zum Geier ist denn der Typ? Ich hab's nicht mal gesehen mit dem freaking Fernglas, dass es da Auto ist. Ich würde sagen, wir sehen uns da unten mal um. Vielleicht sind's Terroristen, die eine Panne haben. Na, es sind keine Terroristen, die eine Panne gehabt haben. Nur eine Familie, dessen Sohn mit diesem Zombie-Virus infiziert ist. Eine Journalistin und ihr Kameramann, der in dem Dorf auf der Suche nach Wasser sein, beziehungsweise stehen geblieben sein, um Wasser zu suchen. Ja, in diesem Dorf kämen sie aber auf Zombies, also stoßen sie auf Zombies, aber unsere Spezialeinheit ist da, um den Dorf zu retten. Ich glaube, es ist am besten, wenn man ihnen den Kopf abschießt. Und das ist der letzte vernünftige Satz in dem ganzen Film. Nachdem die Familie den Zombie-Angriff leider nicht überstanden hat, oh no, versucht unsere Truppe mit der Journalistin und dem Kameramann einen Weg durch den Dschungel zu finden. Immer mit der Ruhe, Junge. Die kommen mir ziemlich unruhig vor und ich habe keine Lust, von ihnen gegrillt zu werden. Interessant. Und was sollen wir Ihrer Meinung nach tun? Ich kenne nur eine Möglichkeit. Nur eine. Ah, da wird keiner vergewaltigt. Und wer von euch immer noch nicht davon überzeugt ist, dass wir uns wirklich in Neuguinea befinden, der wird mit diesen Archivaufnahmen da wohl eines Besseren belehrt. Christ, wenn der Film in Neuguinea spielt, wo niemand auf dem frickin' Südpol. I am RoboCop. Hi, my name was Keeper. Schatz Deppert. Oh, Jesus Christ. Was war das jetzt an? Arsch. Weiter mit der Review. Nachdem wir also ca. 20 Minuten an Tier, Natur und eingeborenen Archivaufnahmen ausschneiden haben müssen, sehen wir endlich wieder mal ein paar lebende Tote in dem Film. Der heißt Hölle der lebenden Toten, verflucht nochmal. Kameramann-Typ hat also auch erst zu wenig von den Dingen gesehen, deswegen muss er seine Kamera ausholen und die filmen. Und wie es ausschaut, zeigen sich die Zombies sehr kooperativ und bleiben einfach stehen. Der Knabe gehört ja ins Irrenhaus.
Mit dem Wagen ausbauen, wir verschwinden. Und was ist das, Pierre? Wir können ihn doch nicht einfach ziehen. Ich hab gesagt, wir verschwinden. Verstanden? Pierre, komm endlich. Sei still. Oh, wir müssen hier weg, bevor sie uns angreifen. Und Lieutenant Vollidiot dort wohl wieder vergessen, dass man ihn in den Kopf schießen muss. Wie war das nochmal? Ich glaube, es ist am besten, wenn man ihn in den Kopf abschießt. Genau, er hat das schon wieder vergessen, oder was? Trottel. Der hat durchgedreht. Oh, natürlich, ich verstehe dich. Was möchtest du denn am liebsten? Vielleicht den Arm? Nachdem der Verrückte da seinen Spaß hat mit diesen äußerst harmlosen Zombies, gibt's einen erneuten Szenenwechsel und wir befinden uns in... What the fuck? 75 Minuten im Film und dem Herrn Mantai ist schon das Budget ausgegangen. Was macht man am besten? Richtig, man trat im eigenen Garten weiter. Vorwärts! Sehen wir uns das Haus an. Ich revidiere meine Aussage, so ein Haus kann er sich niemals leisten. Dass in dem Haus natürlich nur weitere Zombies auf ihn Abschuss warten, war eh klar. Aber dass ein Bruno Mattei sein Mama einen Cameo-Auftritt kriegt, das war, sagen wir, überraschend. Ihr steht auf dem Kopf, verflucht normal. Ich kann's nicht glauben. Der Film ist so blöd, Alter, das gibt's ja nicht. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Nachdem es die Trottler also tatsächlich irgendwie geschafft haben zu entkommen und ein paar Naturaufnahmen später, sehen wir, dass sie endlich da ankommen, wo das Unheil ihren Lauf genommen hat, in dieser Laborstation. Und ein paar Tote später dann das finale Fazit des Films. Deshalb haben sie diesen Virus gezüchtet, der alles vernichtet. Sie haben damit bezweckt, dass sich die Hungerleider dieser Welt gegenseitig zerfleischen. Naja, bis auf das, dass der Virus ausgebrochen ist und die Wissenschaftler infiziert hat, würde ich sagen, Mission erfolgreich, oder? Letzter Szenenwechsel und wir befinden uns in den USA oder irgendeiner anderen Industriestadt. Ich gehe nicht davon aus, dass er so viel Geld gehabt hat, in den USA zu trauen, aber wir reden Englisch. Sagen wir einfach, es ist die USA. Nochmal in die USA kommen, in der Zombie wird wohl im Flugzeug eingestiegen sein und keiner wird es gemerkt haben. Naja, das war Hölle der lebenden Toten. Schauspieler ist grauenhaft, Logik ist nicht vorhanden und du kannst ca. 40 Minuten aus dem Film ausschneiden, ohne dass ich es mehr merken würde. Die ganzen Natur- und Archivaufnahmen sind einfach nur nervig. Dass der Film mit die Neuguinea spielt, weiß man schon seit der Film so tut, als würde Neuguinea spielen. Naja, die Musik ist übrigens geklaut, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Claudio Simonetti von Goblin hatte nicht die Rechte, Bruno Mattei gegeben, die Musik darin zu verwenden. Es ist einer dieser typischen Exploitation-Filme vom Meister himself, Bruno Mattei, aka Vincent Dawn. Ja, das schließt das Fazit dazu, Virus oder der Toten, mit Alkohol genießbar, ohne, bitte nicht.